سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 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 Wer ist denn da so laut? Ich geh mal lieber nachschauen. So, der Tee ist auch fertig. Mama, ihr habt mich geweckt. Warum seid ihr schon wach? Oh, Entschuldigung, Aisha, das wollte ich nicht. Aber da du schon wach bist, magst du vielleicht gleich mit uns frühstücken? Ja, gerne. So, ich glaube, ich habe jetzt alles. Gut, die Spiegeleier sind auch schon fertig. Das riecht so lecker. Mama, draußen ist es stockdunkel. Warum frühstückt ihr um diese Zeit? Na, im Ramadan dürfen wir den ganzen Tag über nicht essen und nicht trinken. Und deswegen frühstücken wir vor dem Morgensgebet. Hey, warum seid ihr alle wach? Oh nein, haben wir dich auch geweckt. Komm, setz dich zu uns, Yusuf. Wolltet ihr mich nicht so hoch wecken? Ich will doch mitfasten, Mama. Oh, daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Na, wenn du magst, kannst du schon versuchen mitzufasten. Du musst aber nicht wie Mama und Papa bis zum Ende durchhalten. Ich will's auch versuchen. Auch festen. Okay, jetzt sind alle wach. Komm, Musa, setz dich auch zu uns. Jetzt müssen wir uns aber ein bisschen beeilen, bevor das Morgensgebet eintrifft. Jetzt bin ich voll satt. Darf ich mitkommen zur Moschee? Ja, klar darfst du. Komm, wir gehen los. Salam alaikum, bis später. Wa alaikum salam, bis nachher. Und wir gehen in Wohnzimmer beten. Ich will aber auch beten. Ja klar, wir beten inshallah gemeinsam. Und das Abräumen kann warten. Hast du gesehen, Musa? Es ist stockdunkel draußen. Und wir sind wach. Ja, wir gehen Ramadan. Ich mache unsere Gebetsteppiche kurz fertig und dann können wir gemeinsam die Gebetswaschung vollziehen. Kommt, lasst uns gemeinsam ins Bad gehen. Ihr könnt bei mir erstmal zuschauen und dann machen wir das gemeinsam mit euch. Zuallererst sagen wir Bismillah, danach waschen wir die Hände und spülen unser Mund dreimal aus, dann dreimal in die Nase und dreimal das Gesicht. Dann dreimal der rechte Arm bis über den Ellenbogen und dann dreimal der linke Arm bis über den Ellenbogen. Dann streichen wir einmal über den Kopf und wieder zurück und die Ohren einmal drüber streichen und dahinter. Und dann kommt der rechte Fuß dran, auch dreimal und dann der linke Fuß bis über den Knöchel. So, jetzt bist du dran, Aisha. Okay, Bismillah. Genau, dann dreimal den Mund ausspülen, dreimal die Nase, dann das Gesicht, danach dreimal den rechten Arm und dreimal den linken Arm. Sehr gut. Und einmal über den Kopf und wieder zurück und die Ohren einmal überstreichen und dahinter auch. Dann der rechte Fuß und der linke Fuß. Hm, wie machen wir denn das? Warte, ich heb dich einfach hoch. So, jetzt kannst du deine Füße waschen. Das hast du super gemacht. Allahumma barik. Komm, Musa, du bist dran. Juhu, ich bin dran.
Okay, so, die Hände, das Gesicht, die Arme und die Füße am Ende noch. Super, du bist fertig. Ja, jetzt bieten. Hier, Aisha, dein Hijab. Allahu Akbar. Oh nein, was ist denn mit euch passiert? Ach nichts, wir sind nur sehr müde. Ja, ich will ins Bett. Ah, meine Nerven. Oh, ich auch. Assalamu alaikum, liebe Play-Muslim-Fans. Schön, dass ihr heute wieder dabei wart. Habt ihr auch schöne Sachen schon im Ramadan erlebt? Ihr könnt gerne davon erzählen. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge mit euch. Bis dann, inshallah.